heute gibt es mal wieder ein Video aus der Kategorie unbequeme Wahrheiten. Unbequem deswegen, weil viele, wenn sie diese Informationen aus dem Video unvoreingenommen bewerten und zulassen, vielleicht feststellen müssen, dass sie viele Jahre falsch lagen. Heute zeige ich dir anhand von aktuellen bemerkenswerten Studien, wie viel Protein wir wirklich täglich brauchen und wie viel Protein wir konsumieren sollten, wenn wir Muskeln aufbauen wollen. Am Ende bekommst du ganz konkrete Zahlen. Bleib auf jeden Fall dran, es wird äußerst spannend. Zuerst einmal hallo, mein Name ist Stan Schulze von Stan Schulze Personal Training. Auf meinem Kanal geht es mir darum, dir zu zeigen, wie du es schaffst, auch jenseits von 40 sehr, sehr geil auszusehen, extrem fit zu sein und wie du uralt wirst und immer noch sehr, sehr geil dabei aussiehst. Also Kanal abonnieren und Glocke anmachen nicht vergessen. Im Übrigen mit sehr, sehr geil meine ich muskulös, flacher Bauch, vielleicht sogar Waschbrettbauch und vor Vitalität nur so strotzend. Das alles ist auch mit über 40 und jenseits machbar. Ein ganz wichtiger Hinweis noch, Langlebigkeit und Gesundheit spielen eine wesentliche Rolle in meinem Konzept und auf diesem Kanal. Das heißt also, ich zeige dir, wie du maximale Muskelmasse, einen niedrigen Körperfettanteil bei bester Gesundheit und maximaler Lebensdauer erreichst. Heute geht es also um die richtige tägliche Proteinmenge. Die Angaben dazu schwanken von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis hin zu 2 Gramm für normale Menschen, also für alle, die keine besonderen Situationen haben, wie zum Beispiel Leistungssport oder Schwangerschaft. Ich leite jetzt kurz und knackig her, wie eine sinnvolle Proteinaufnahme aussieht, beziehungsweise wie viel Protein am Tag notwendig ist, wenn wir keinen Mangel leiden wollen, aber auch nicht die negativen Auswirkungen von zu viel Protein haben wollen. Und negative Auswirkungen, meine lieben Zuschauer, die gibt es. Man kann mittels Stickstoffverlustmessung gut ermitteln, wie viel Protein oder Eiweiß, zwei Wörter für das absolut Gleiche im Übrigen, im Laufe eines Tages dem Körper verloren gehen. Man misst also den Stickstoffverlust im Urin, im Stuhl, in der Haut und im Haar. Kann man wirklich machen. Dabei kommt heraus, dass ein Mann, immer Durchschnitt, 24 Gramm Protein am Tag abbaut. Man schlug 30% auf diese Zahl auf, um 98% der Männerwelt abzudecken und kommt dann auf 31 Gramm Proteinverlust täglich. Die sind wirklich raus aus dem Körper. Nicht viel, oder? Wir verlieren also täglich 31 Gramm. Und wie viel können wir aufnehmen, ist die Frage. Das sind 75% der konsumierten Proteinmenge. Das heißt also, um einen Verlust von 31 Gramm auszugleichen, müssen Männer, Durchschnittsmänner, 56 Gramm Protein täglich konsumieren. So wenig ist nötig. Es besteht also absolut keine Gefahr vor Eiweißmangel, wenn man sich normal gesund ernährt. In einer sehr gut angelegten Studie hat man ältere und jüngere Männer und Frauen untersucht. Sie bekamen vorgefertigtes Essen, also alle das Gleiche, mit Proteingehalten von 0,5, 0,75 und 1 Gramm Protein pro Kilogramm mageres Körpergewicht. Das Essen wurde unter Aufsicht eingenommen und es wurden Urin- und Stuhlproben genommen und nach besagter Stickstoffanalyse der Proteinverlust ermittelt. Ich mache es kurz. Der Proteinbedarf liegt bei ungefähr 0,8 Gramm pro 1 Kilogramm magerer Körpermasse für jung und alt. Ich rechne mal an meinem Beispiel vor. Ich wiege momentan 84 Kilo bei 8% Körperfettanteil. Das heißt, ich habe 77 Kilogramm magere Körpermasse. Das mal 8 sind knapp 62 Gramm Protein täglich, die ich aufnehmen sollte. Das ist doch leicht machbar. Warum reden wir überhaupt darüber? Kann doch nicht so schlimm sein, zu viel Protein zu konsumieren, oder? Doch zu viel Protein wird mit vielen negativen körperlichen Auswirkungen assoziiert. Unter anderem mit Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck. Ja, mein lieber Abonnent, ich hoffe, du bist bereits Abonnent. Wenn noch nicht, dann mach das mal schnell. Protein wird tatsächlich mit der Übergewichtsproblematik in Zusammenhang gebracht. Der Grund ist meiner Meinung nach die Verpackung der Makronährstoffe. Das meiste Protein kommt in Lebensmitteln daher, die uns nicht besonders viel liefern, außer eben Makronährstoffe. Wahre Lebensmittel mit vielen wichtigen Mikronährstoffen sind nicht so proteinreich. Ich will gar nicht so weit ausschweifen. Es geht uns ja um die erforderliche und gesunde Proteinmenge.
Um das eben Gesagte nochmal mit Zahlen zu verdeutlichen, diese stammen zwar aus den USA vom Center for Disease Control, aber das ist egal, denn hier geht es um das, was passiert ist. Zwischen 1998 und 2008 ist die Kalorienaufnahme der Gesamtbevölkerung der USA gleich geblieben. Die Proteinmenge hat sich in dieser Zeit erhöht, wohingegen sich die Kohlenhydratmenge verringert hat. Wenn Protein uns doch zum Teil wenigstens davor bewahren soll, zuzunehmen, warum ist dann der Anteil an übergewichtigen Menschen in der Zeit stark gestiegen? Warum ist er nicht wenigstens gleich geblieben? Wie gesagt, die gleiche Kalorienmenge. Stell dir das Tortendiagramm vor und wir drehen die Kohlenhydrate weg und erhöhen den Proteinanteil. So soll es doch eigentlich sein, oder? So soll man es doch machen. Das Gegenteil von dem, was man dir erzählt hat, ist passiert. Die Menschen sind fetter geworden, nicht schlanker. Wie viel Protein brauchen wir denn nun wirklich? Also es sind 0,8 Gramm pro Kilogramm magerer Körpermasse für Mann und Frau bei normalem Leben. Ich will nochmal deutlich darauf hinweisen, dass man bei der Berechnung immer die magere Körpermasse verwenden muss. Ansonsten kann es zu unnützem Mehrkonsum von Protein kommen, der dazu führt, dass andere wichtige Lebensmittel verdrängt werden, die uns zum Beispiel gesünder und älter werden lassen. Ein Mann mit 30% Körperfettanteil und einem Gewicht von 120 Kilogramm hat eine magere Körpermasse von 84 Kilogramm. Das mal 0,8 sind 67 Gramm Protein pro Tag. 120 mal 0,8 sind knapp 100 Gramm am Tag. Viele Arbeiter in der Fitnessbranche beachten diesen wichtigen Fakt nicht. Das kann schon bedeuten, dass die Ernährungsmaßnahmen zur Gewichtsreduktion nicht klappen. Und jetzt bitte gut aufpassen. Der Körper kann Protein in Fett umwandeln, wenn er zu viel davon bekommt. Warum? Also erst einmal, weil er es kann. Und weil es für Protein kein Depot in dem Sinne gibt, wie es zum Beispiel bei Kohlenhydraten bzw. Glucose der Fall ist. Wir können 15 Gramm Kohlenhydrate pro 1 Kilogramm Körpergewicht speichern und dann nochmal 500 Gramm zusätzlich, bevor es überhaupt dazu kommt, dass Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden. Fett wird allerdings unmittelbar ohne große Umstände in die Körperzellen eingelagert. Kohlenhydrate, und ich rede immer von hochwertigen Kohlenhydraten, niemals von minderwertigem Zucker. Hochwertige Kohlenhydrate sind nicht der Feind, im Gegenteil. Jetzt wird's spannend, wie viel Protein brauchen denn jetzt Männer wirklich, um Muskeln aufzubauen? Die Studienlage ist tatsächlich nicht eindeutig und die Studien sind oft nicht besonders gut designt und durchgeführt. Man kommt nach der Auswertung von Meta-Analysen darauf, und ich schließe mich auch dieser Meinung an im Übrigen, dass für einen aktiven Hobby- oder Wochenendsportler, der stärker oder schneller werden will, 1 Gramm Protein pro 1 Kilogramm magerer Körpermasse ausreicht. Für Leistungsbodybuilder gilt ein anderer Wert, der liegt so bei 1,8 Gramm, aber mehr auch nicht. Ist ja auch klar, wenn du dir lauter anabole Stoffe reinziehst, dann brauchst du auch dementsprechend Baumaterial. Hier also nicht die Ursache mit der Wirkung verwechseln. Nur weil du mehr Protein futterst, löst du nicht mehr Proteinsynthese aus, beziehungsweise Muskelproteinsynthese. Wenn dein Körper allerdings viel mehr Testosteron als gewöhnlich erhält, dann sind die anabolen Signale natürlich viel stärker und du brauchst das Eiweiß. Jetzt kommt der absolute Supertipp für alle, die Muskeltraining machen und aufbauen wollen. Nach dem Training ca. 20 Gramm Protein konsumieren. Das ist das Einzige, was du im Zusammenhang mit Protein wirklich beachten solltest. Mehr ist nicht nötig, hat man gemessen. Mehr als 20 Gramm führte bei den meisten Probanden zu einem Anstieg der Harnstoffbildung, also ein Ammoniaküberschuss, der darauf hindeutet, dass der Körper das überschüssige Protein, das er nicht braucht, loswerden will und so bestenfalls einfach nicht verwertet wird. Wahrscheinlicher ist aber, dass es auf Dauer Schaden anrichtet. Im Übrigen gilt für ältere Männer das Gleiche bei der Aufnahme von 10 Gramm Protein nach dem Training. Und jetzt der absolut entscheidende Hinweis: Das Protein nützt dir nur dann etwas, wenn du es zusammen mit ein paar Kohlenhydraten einnimmst. Ansonsten kann der Körper es nicht gut verwerten. Ich empfehle einfach einen Apfel dazu.
Wenn du also lange, gesund, muskulös und mit wenig Körperfettanteil leben willst, dann kümmere dich nicht allzu sehr um die Proteinmenge, sondern eher um die Nährstoffmenge. Du siehst wieder mal, es ist nicht alles so, wie es uns jahrelang erzählt wurde. Wenn du jetzt mal Nägel mit Köpfen machen willst und deinen Körper wirklich transformieren willst, das heißt mehr Muskeln und wesentlich weniger Körperfett, dann melde dich bei mir und meinem Team. Nutze diese Gelegenheit. Den Link zu uns findest du in der Infobox gleich unterhalb. Buche ganz leicht deinen persönlichen Termin und spreche mit uns. Ich freue mich auf dich. Bis bald und ciao.